Guys, ja, wir sind zurück bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Wäre jetzt natürlich lustig gewesen, wenn ich den Versprecher hätte. So, was sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt ja die Tage zusammen mit Rockstar zusammen wieder Assassin's Creed aufgenommen. Und da habe ich den Versprecher drin gehabt, dass wir bei Let's Play Batman Let's Play Batman werden. Fände ich jetzt natürlich ultra lustig, wenn ich hier jetzt gesagt hätte, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Aber egal. So, unsere beiden Scharfschützenbuben, die haben wir uns erstmal direkt hier wegschnabuliert. So, und jetzt vergeben wir noch weitere Arschtritte. Hui! Ach, verdammt, ich noch eins. Stimmt, Messerbube. Ganz vergessen. Schalten wir den auch gleich mal aus. Bevor wir dann nachher wieder an den Popo dran versauen. Das war doch herrlich. Mittelmäßige Kampfleistung, gebe ich mich mit zufrieden. So, hier habe ich eine Trophäe ausgelassen, als ich nachgespielt habe. Nämlich die hier drunter. Einmal Explosivkill drauf und bam. Dödele. Sonst hatten wir hier nichts weiter. Wo muss ich überhaupt hin? Achso, ja, okay. Hier muss ich hin. Finde einen Weg in die Arkham Villa. Okidoki. Ja. Wie laufen wir da denn? Wir laufen erstmal noch nicht hierher. Wir gehen erst andersrum. Das hat auch einen Grund. Denn mit der Batclaw können wir uns wieder neuen Stuff holen. Auch wenn das nur eine einzige Sache ist. Sollte man dann eben halt doch machen, weil alles Erfahrung. Und zwar genau hier. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Können mit der Batclaw hier das Gitter wegziehen. Ab da rein, Riddler-Trophäe. Und wieder zurück. Wie, was habe ich denn? Habe ich irgendwas? Hä? Ich war doch der Meinung, ich hätte gerade Joker-Zähne gesehen. Okay, ich kriege schon Optics, alles klar. Ich fange an durchzudrehen. Mal gucken, vielleicht haben sie noch ein nettes Plätzchen für mich hier frei. Ja, hätte ich nichts gegen. Solange ich dann noch weiter aufnehmen kann und zocken kann, ist das kein Problem für mich. Naja, egal. Vertiefen wir das nicht. Söderle. Okay, ich frag mich jetzt natürlich, was hier gerade mit der Mucke los war. Drei Zähne warten wieder auf uns. Sehr schön. Ja, da habt ihr auch was mit jetzt. Ach, verdammt. So. Du wirst bluten, Batman. Ach. Da waren wir wieder zu gierig. Es könnte immer so leicht sein, wenn ich wollte, aber ich will das ja teilweise, glaube ich, auch gar nicht. Naja. So, dürfte ein Level-Up für uns bedeuten. Oh ja, das sieht ganz danach aus.
was nehmen wir denn Hübsches? Den ferngesteuerten Batarang eventuell? Ja, ich würde sagen, den nehmen wir auch. Für alle, die auf Verfolgejagd sind oder was ever, ich glaube, es gibt dafür eine, wenn man den ferngesteuerten Batarang zurück in Batmans Hand steuert. So. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich habe zwei Männer auf dem Dach, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig! Sie schießen zum Bauch. Ihnen juckt es ja gar nicht. Weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. So, gleiten wir mal eben hier rüber. Mal eben fix hier drauf. Bitte halten während eures Dienstes auf. So. Gehen wir natürlich hier schön außen rum, damit wir nicht gesehen werden. Geben wir der Sneaky-Sneaky-Bedeutung ganz neue Bedeutungen. Und es klappt nicht. Ui, der war schön ausgewichen. So. Ach, du bist doch nicht. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man kennt das ja. So, dann werden wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Hier konnten wir das letztens nicht mitnehmen, weil wir da das Explosivgel noch nicht hatten. Da wir das jetzt aber haben, einmal hier die Riddler-Trophäe mit Explosivgel und an der Treppe des biologischen Gartens war auch noch etwas. Jawohl, da ist es doch. So. Einmal auftragen, einmal bam. Einmal scannen. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Ja, ich bin immer noch ein bisschen müde. So, das war's dann hier aber auch erstmal wieder. Dann wollen wir mal da hoch. Batclaw ausrüsten. Zack. Ab reiner. Und schon sind wir in der Arkham Villa. So, schon sind wir in der Arkham Villa. Ich habe einen Cousin in Metropolis, der ein paar Schwergewichte für seine Sicherheitsfirma braucht. Du weißt schon, an die Tür klopfen, Geld eintreiben. Ein paar Beine brechen, wenn ich bezahlen. Macht Spaß. Willst du? Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Klingt gut, ich bin dabei. Thank you.
Soderle, kleine Nachricht schreiben an den guten Rockstar. Damit das auch mal im Video ist. So, wir nehmen uns natürlich zuerst den Buben mit der Waffe vor. Machen ein wenig Gleiti-Gleiti und Bam. Noch ein Bam und noch ein Bam. Ah, da ist der Kombo wieder in der Fritte gewesen. Und Bam und Bam. Und jetzt breche ich dir was. Der war sehr schön. So, wir gehen jetzt erst noch hier die Treppe runter. Gehen hier links, denn hier ist ein kleines Gitter, das wir abmachen können. Dahinter verbirgt sich, wie könnte es anders sein, eine Riddler-Trophäe. Und fertig. So, Söderle. Du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Jo, ich war auf dem Rest der Insel, aber lassen wir das. So, nun erstmal ab nach oben. Die Tür ist natürlich zu. Wir müssen uns wieder à la Batman-Manier behelfen. Wir gehen hier hoch, Batclaw, das Gitter haben wir jetzt ja zu Genüge gehabt. Wir wissen jetzt alle, wie das funktioniert. Nun gehen wir hier hoch. Sprengen hier mal eben die Wand weg. Oh ja, jetzt machen wir gleich zweimal Kabelerwärmung. Scannen erstmal noch hier die Chronik. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Ja, der gute Amadeus Arkham verliert allmählich den Glauben an die Menschlichkeit. Hier in seinen Aufzeichnungen. So, hier ist nichts. Wir gehen hier runter. Hier ist Joker mit einem kleinen Update für euch alle. Zuerst die gute Nachricht. Wir haben doch verjagt. Die schlechte ist, sie reden nicht. Sie hat irgendwo in der Villa ein Dokument versteckt. Ich möchte, dass es gefunden wird. Ich habe einen Plan, ihre Zunge zu lösen, aber durchs Nacht der Zwischenzeit jede Ecke. Wer das Dokument findet, bekommt einen Preis. Ich muss diese Aufzeichnung vor Joker. Er ist sauer. So, wir nehmen uns erstmal hier die Jungs vor. War ich wieder zu gierig. Hätte so schöner Kombo werden können. Halt still, wäre nicht dein Gesicht. Ah, warum konnte ich denn nicht? Ich mag kein Fleisch aus dir. Ja, das ist so schlimm, wenn man dann sich selbst im Weg rumsteht, indem man einfach sagt, nö, ich konnte jetzt lieber nicht, ich versuche doch anzugreifen. Ist furchtbar sowas. Vor allem, das macht man dann auch immer wieder. Man regt sich im Nachhinein immer so schön drüber auf. Also hier wäre locker ein höherer Multiplikator drin gewesen. Und zwar ohne Mühe. So, wir lösen erstmal das Rätsel. Die Hauptperson in der Halle, irgendwas stand da. Ich kann das auch nochmal kurz dran machen für euch. Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? So, die Hauptperson in der Haupthalle. Damit ist dieses kleine Gemälde hier gemeint, oder diese Auszeichnung, die Arkham Hall of Fame, nämlich unser Commissioner James Gordon. Söderle, haben wir das nämlich auch schon gelöst. Dann ist dieses Gitter hier vorne natürlich ein wenig offensichtlich. Ich bin wieder total verschnupft, ist super geil, so aufzunehmen, aber egal. Hier ist auch eine Riddler-Trophäe, die wir natürlich mitnehmen.
Süderle, hier hoch. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen was abzusuchen. Ich sehe Zähne. Dann werde ich auf jeden Fall noch hier rein. Da sind nämlich nochmal Zähne. Und sonst ist hier nichts. Natürlich ist jetzt gegenüber in dem Dingelchen hier ist natürlich auch noch was drin. Kann sie jetzt sagen, Kerl, besorgt doch endlich ein Taschentuch. Man hat jetzt, oder ich habe jetzt mal irgendwann gelesen. Patientengespräch Nummer 1, der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frau und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Es ist jemand. Er ist es. Wir haben ihn gefunden. Notiz an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg. Sofort. Runter auf den Boden. Wir haben Sie gefunden. Jemand muss einen Arzt holen. Was hat er ihm angetan? Ja, was ich sagen wollte, man hat jetzt rausgefunden, dass Hochziehen gesünder ist als Naseputzen. Aus dem Grund mache ich das auch. Nein, natürlich nicht. Ich habe schon immer hochgezogen. Aber ich fühle mich dadurch bestätigt, dass man das jetzt rausgefunden hat. So, Dalle. Hier oben haben wir den kleinen Balkon. Den können wir auch noch mitnehmen. Später würde man hier auch noch hinkommen. Aber da ich ja weiß, dass er da ist. Chronik von Arkham. Der Frühling war ein Wendepunkt. Ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Ja, sehr interessant, was wir vom guten Amadeus Arkham hier erfahren. So. Da unten dürfen wir noch nicht lang. Hier dürfen wir nicht durch, beziehungsweise können nicht durch. Deswegen bleibt uns nur dieser Weg. Die Zähne haben uns gewiesen, das ist der richtige Weg. Antworte mir! Ich weiß es nicht. Sie könnte überall sein. So, der Bube ist bewaffnet. Den schalten wir dann mal eben schnell aus. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn Sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und Ihnen sagen, dass du kommst. So. Ja, mal eben gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Ich glaube nämlich nicht, nö. Eine Waffe, die wir nicht benutzen können oder nicht benutzen wollen. Für diese Wand fehlt uns immer noch ein Gadget. Da oben kommen wir gerade sowieso noch nicht her. Bleibt doch nur dieser Weg. Und dieser Weg führt uns geradewegs... geradewegs zu einer kleinen zu einem kleinen Jägerraum. Hier nehmen wir uns erstmal den ersten vor. Zack, ziehen uns raus, schwingen uns mal eben schnell einen weiter. Ich will herausfinden, wie sie das anstellen. Geht's euch gut, Jungs? Spürt ihr nicht den Druck? Gucken wir mal, was passiert, ob der da wirklich hierher rennt. Du hast Joker gehört. Und er läuft hierher.
sehr schön für uns. Den können wir uns nämlich gleich dann mal wegholen. Wenn er die Treppe macht. Da ist er doch. Was machst du da? Und schon haben wir wieder einen weg. Sehr schön. Den kann ich hier leider nicht so wegholen. So, mal sehen, ob wir Glück haben und der sich hierhin verirrt. Und verirrt er sich. Komm schon, wach auf! Verdammt, der ist ohnmächtig! Na toll. Der geht natürlich nicht weiter. Das ist natürlich sehr kacke für uns. Den könnte ich jetzt zwar wegholen, aber das wäre irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du mich hören? Zeig dich! Später. Warte, ich komme mit dir. So. Nachdem sich die ein, zwei nach unten verpinkelt haben, werden wir den hier erstmal schön wegholen. So, wieder hoch. Immer noch drei Leute. Ich bin sicher, es war einer von euch da unten. Ihr habt den Boss gehört. Batclaw ausrüsten. Komm, lauf weiter. Läufst du weiter? Du musst ja allein klarkommen. Ich kümmere mich um mich selbst. Na, geht doch. Zack, komm mal her. Ab über die Brüstung. Zack, haben wir schon wieder einen weg. Haben wir auch ein bisschen Variation drin. Hey, den schnappen wir uns auch erstmal direkt weg. So, ich glaube, dem Gegner, der jetzt übrig geblieben ist, dem geht jetzt ziemlich die Wiese. So, der läuft ja hier so lustig her. Wenn du das sagst. Hallo. Auch wieder sehr schön. Wie gesagt, haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Was ich mal eben einstreuen könnte, ist, dass ich einen Honest Game Trailer zu dem Spiel gesehen habe. Ist alles wahr, was da drin gesagt wird. Ich habe mich weggelacht. Der Honest Game Trailer zu irgendeinem Pokémon-Teil hat mich auch sehr erheitert. Vor allem, weil er da wirklich die Viecher alle benannt hat. Und ich finde diesen Typen, der das ja macht, so episch, weil der so eine epische Stimme hat. Also wenn ihr mal echt lachen wollt, guckt euch Honest Trailer zu Filmen und Spielen an. Also da habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. Ich konnte da auf jeden Fall herzhaft lachen. Nur mal so als Anmerkung, könnt ihr ja mal machen. Vielleicht erheitert es euch so, wie es mich erheitert. Mein Gott, ich werde schon wieder. Dr. Quayle ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich wahnsinnig. Guten Abend, Steve. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste, das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber sie sind alle. Sie waren sehr ernst. Ein brillanter Gast. Und jetzt nur ein weiterer Insasse im Arm. Kann ich einen Drink haben? Einen Riecher?
Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Ja, das war's hier soweit mit dem Patientengespräch. Einfach hier über den Lüftungsschacht rein. Wie gesagt, Bedclaw vonnöten. So. Ja, ja, ja. Mein Gott, die Leute drängen immer so. Ist doch keiner mal da, der einem wehtun kann. Also, ruhig bleiben. Sonst trete ich dich voll aus dem Bild. Hier drüben! Befrei uns! Ja, ja. Danke. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier, ich werde sie finden. Kein Problem, ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Sehr schön. So, jetzt ist der auch endlich geschmeidig. Danke für die Hilfe vorhin. Tag im Aufsicht, könnt ihr mich hören? So. Ja, wir müssen doch vorne lang. Es gibt nur diesen einen Weg, den wir nehmen können. Denn hier vorne hallo, die Tür ist hallo, zu. Bitte antworten da, ist, da kommen wir erstmal nicht lang. Ich glaube, trophäenmäßig haben wir hier auch alles. Wenn nicht, werden wir das später durch die Riddler-Karte, wenn wir sie denn irgendwann mal finden, auf jeden Fall noch rausfinden. Oh, ist Amadeus verrückt geworden oder dreht er sich einfach nur im Kreis? Irgendwie sowas war das Rätsel gerade. Süderle? So, die Tür ist nicht orange, daraus können wir direkt schließen. Ja, was ich sagen wollte, dadurch sehen wir halt direkt, die Tür ist zu. So, das Rätsel, ob Amadeus sich im Kreis dreht. Damit ist das hier gemeint, denn der gute Amadeus Arkham ist später halt verrückt geworden und ist halt in dieser Zelle geendet. Hier können wir mal eben schnell rein, denn natürlich ist das Gitter auch wieder zu. Kommen dann hier hin. So, wenn wir hier sind, gehen wir natürlich nicht hier vorne weiter. Wir gehen uns erstmal umgucken, denn hier hinten in der Ecke verbirgt sich eine weitere Riddler-Trophäe. So, dann können wir hier durch. Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen, ich werd's nicht tun. Ich krieg jede Sekunde auf, verdammt! Du bist ein Idiot, Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. So, hier werden wir uns natürlich ich versuch. Den mit der Knarre zuerst schnappen. Ui. Sie bewegt sich nicht. Ja. Wie ich es liebe, wenn die Gegner mal nicht einfach aufstehen. Machen wir es halt so. Kriegen was auf dem Poppes. So, in dem Raum hier gibt es auch Jokers Schläger versuchen, in das Büro zu gehen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Jo. Mit dem Rätsel ist das hier gemeint. Ra's al Ghul. Es wird ein kalter Tag in der Hölle, wenn dieser Ghul, naja. So, hier können wir wieder das Ding öffnen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir da reingehen, denn ich sehe, die Zeit ist gleich sowieso schon wieder um, sage ich ganz einfach, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es wieder weitergeht mit Let's Play Batman Arkham Asylum. Bye, bye.